Bitte. In Ihrem neuen Buch Quality Land beschreiben Sie eine Zukunft, in der Arbeit, Freizeit und Beziehungen von Algorithmen optimiert sind. Sie selbst bezeichnen Ihren Roman als lustige Dystopie. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Nein. Ihr Protagonist hat seinen persönlichen digitalen Assistenten Niemand genannt. Warum? Nun, er hat oft das Gefühl, dass niemand für ihn da ist. Niemand beobachtet ihn, niemand hört ihm zu, niemand spricht mit ihm, niemand hilft ihm. Niemand trifft für ihn Entscheidungen. Er hat sogar das Gefühl, dass niemand ihn mag. Möchten Sie noch einen Kaffee? Nein, danke. Warum haben Sie ein Buch über Technik geschrieben? Habe ich nicht. Ich habe eine Gesellschaftssatire geschrieben. Allerdings hat die Technik so viel Einfluss auf unser Zusammenleben gewonnen, dass es fast zwangsläufig viel um Technik geht. Ich meine, ob Arbeit, Freizeit oder Beruf, überall sind wir von Maschinen umgeben. Aber wem erzähle ich das? Sie haben in Ihrem Roman unverhältnismäßig selten den Buchstaben E benutzt. Nur 65.536 Mal. Die Buchstaben F und Y kommen hingegen signifikant häufiger vor als in vergleichbaren Texten. Was wollen Sie uns damit sagen? Also ich denke, da will ich dem einzelnen Leser, der einzelnen Leserin nicht zu sehr vorgreifen. Die Bedeutung dieser Zeichenverteilung muss jeder tief in sich selbst suchen. Möchten Sie noch einen Kaffee? Nee, danke. In Ihrem Buch gibt es Drohnen, die an Flugangst leiden, Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung und Staubsauger mit Messi-Syndrom. Glauben Sie wirklich, dass es dazu kommen wird? Nun, ich habe das Gefühl, dass die Maschinen immer menschlicher werden. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann scheinen mir neurotische Maschinen unvermeidlich, finden Sie nicht? Warum gibt es zwei Ausgaben Ihres Buches? Naja, wir haben hier die helle Cover-Variante für alle Optimisten und hier einfach die dunkle Cover-Variante für alle Apokalyptiker. Das ist einfach ein erster kleiner Schritt hin zu personalisierter Literatur. Sie meinen damit Bücher, die sich dem Geschmack des Lesers anpassen? Steht uns das bevor? Na, warum nicht? Es gibt ja schon Nachrichten, die sich dem Geschmack des Lesers anpassen. Warum sollte das bei Büchern nicht möglich sein? Also ich denke da zum Beispiel an 7 Bände Proust ohne eine einzige homosexuelle Figur oder Madame Bovary, die zu ihrem Mann zurückkehrt, eine Ausgabe von Game of Thrones, in der keine einzige Figur stirbt. Sie schreiben über die Sinnkrise einer Gesellschaft, in der ein Großteil der Menschen durch Technologie arbeitslos geworden ist. Aber entstehen durch technologischen Wandel nicht auch immer neue Jobs? Ja, sicher, aber nicht zwangsläufig so viele wie verloren gehen. Und was sind das für Jobs, die da entstehen? In Ihrem Buch gibt es zum Beispiel eine Figur, die ihr Geld dadurch verdient, dass sie im Internet Kommentare unter Nachrichten, Bilder und Videos schreibt. Ja, gutes Beispiel. Sie arbeitet als Meinungsmacherin, wobei sie für Kampagnen jeglicher politischer Couleur arbeitet und am liebsten allerdings für Kampagnen rechtsradikaler Auftraggeber. Warum das denn? Nun, sie wird pro Kommentar bezahlt und rechtsradikale Kommentare schreiben sich leichter, weil man nicht auf so nervigen Kram wie Orthographie, Grammatik, Fakten oder Logik Rücksicht nehmen muss. Ja, hier hinten bitte. Nach meiner Erfahrung gibt es zwei Arten von Menschen. Die einen haben die Kamera ihres Notebooks abgeklebt und die anderen nicht. Zu welcher Art gehören Sie? Abgeklebt. Wie fänden Sie es, wenn ich Ihnen Gafferband über die Augen kleben würde? Fänden Sie das schön? In Quality Land bekommen Kunden von The Shop alle Produkte, die sie haben möchten, zugeschickt, ganz ohne sie bestellen zu müssen. Das System weiß, was sie wollen. Was wünschen Sie sich? Ja, ich wünsche mir, dass wir endlich in aller nötigen Konsequenz auf den Klimawandel reagieren, ein bedingungsloses Grundeinkommen und Weltfrieden. Eingabe nicht verstanden. Bitte nennen Sie ein Produkt. Ich. Sind Sie sicher, dass Sie das Überleben der Menschheit, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert? Was soll die Frage? Haben Sie irgendwelche konkreten Auslöschungsabsichten?
Wie lautete der Mädchenname ihrer Mutter? Was? Wie hieß ihr erstes Haustier? Diese Fragen sind viel zu persönlich. Das war alles so nicht abgesprochen. Akkuleistung bei 5%. Soll ich in den Stromsparmodus gehen? Na, dieselbe Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Ich habe Sie akustisch überhaupt nicht verstanden. Können Sie sich bitte wieder hinsetzen? Was wollen Sie den Lesern des Romans mitgeben? Den Roman. Max Frisch stellte einst die Frage, woraus schließen Sie, dass Tiere, die hinter Gittern oder in Gehägen aufwachsen, den Zoo nicht als Heim empfinden? Daran anschließend möchte ich Sie fragen, woraus Sie schließen, dass Menschen, denen alle Entscheidungen von Algorithmen abgenommen werden, sich nicht mehr frei fühlen.